So, Freunde, da sind wir wieder und das Spiel, was wir uns jetzt anschauen wollen, das Spiel zwischen Real Madrid und Galatasaray Istanbul. Und ja, ich habe es nicht oft hier, dass ich bei der Performance einer Mannschaft 100% habe. Aber jetzt ist es soweit bei Real Madrid. 100%, sie haben alle Spiele gewonnen zuletzt. Das ist schon sehr beeindruckend. Gegen Mallorca zuletzt ein 5-2, gegen Celta Vigo ein 2-1, bei Manchester United gewonnen, zu Hause gegen Barca gewonnen und auswärts gegen Barca gewonnen, macht dann 100%. Das letzte Spiel gegen Galatasaray endete mit einem 2-1-Sieg. Das war am, 24.08., aber das war allerdings ein Freundschaftsspiel, deswegen unwichtig. Ja, aber auch Galatasaray gar nicht mal so schlecht unterwegs eigentlich, 71%. Es gab zwar in der Super League am 8.3. eine 0-1-Niederlage gegen Genkli Birgli Spor, aber zuletzt bei Schalke ein 3-2-Sieg und gegen Kayserispor ein 3-1-Sieg. Galatasaray spielt ja meines Wissens heute noch, also am 30.3., jetzt Stand meiner Aufnahme, wird man dann sehen, aber ich denke, gehe doch stark davon aus, dass sie das auch gewinnen werden. Ja, gucken wir mal. Es gab ja bis jetzt, wie gesagt, nur ein Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Es hat Real gewonnen, aber wie gesagt, ohne Aussagekraft. Deswegen lasst uns mal auf die besten Torschützen gucken. Und das ist wirklich ein Duell der Torjäger. Denn sowohl Cristiano Ronaldo als auch Burak Yilmaz mit 8 Treffern schon in der laufenden Champions League. Also ein Treffer mehr als Messi sogar. Dann noch Benzema mit 3, Callejon mit 2 und Marcelo und Kaká jeweils mit einem Treffer. Ja, dann noch der andere Yilmaz, Aydin bei Galatasaray mit einem Treffer. Umut Bulut mit einem und Hamid Altintop auch mit einem Treffer. Jetzt weiß ich nicht, warum das hier unten nochmal uns gezeigt wird, aber lasst uns das doch einfach nutzen, um mal die Assists uns anzugucken. Angel Di Maria mit 3, unser deutscher Exportschlager Mesut Özil mit 3 Treffern, Karim Benzema mit 2, Kaká und Modric mit einer Vorlage jeweils, Entschuldigung. Hamid Altintop, der Ex-Bayer mit 2 Vorlagen, Nordin Amrabat mit 2 und Selçuk İnan ebenfalls mit 2 Vorlagen. Was kann ich euch noch sagen über diese Partie? Im Achtelfinale hat sich Real Madrid ja gegen Manchester United durchgesetzt. Im Santiago Bernabeu gab es ein 1-1 und im Old Trafford einen 2-1-Sieg. Nachdem Nani da die rote Karte gesehen hatte, konnte sich Real dann noch durchsetzen, konnte das Spiel noch drehen. Galatasaray, wie ihr das ja vielleicht wisst, hat sich gegen Schalke 04 durchgesetzt. Es gab auch zu Hause ein 1-1, wie es auch bei Real Madrid der Fall war. Und auswärts bei den Königsblauen gab es einen 3-2-Erfolg für das Team von Galatasaray Istanbul. Aber natürlich die Chancen von Galatasaray in dieser Runde weiterzukommen und ins Halbfinale einzuziehen, relativ begrenzt. Das müsste natürlich schon ein Wunder passieren und ich denke mal, sie werden sich auch auswärts jetzt schon eine ordentliche Packung fangen. Und ich denke mal, Galatasaray wird eine Bude machen, aber ich denke mal, es wird 3-1 enden oder 3-4. 3-1 oder 4-1, so. Das heißt, Real Madrid wird dann schon eine gute Ausgangsposition haben für das Rückspiel.